So, noch ein Nachtrag zur Krone der Schöpfung. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung wäre, dann wäre er ja nur ein Teil des Ganzen. So, wenn wir das auf das Chakrensystem zum Beispiel beziehen, wo es ja auch eine Krone gibt, da ist die Krone das Kopfchakra, das oberste Kronenkopfchakra. Und es gibt noch viele andere Chakren. Je nachdem, in welchem System, gibt es noch 6 oder 12 andere oder noch viel mehr. Das heißt, der Mensch wäre somit nur ein Teil des Ganzen. Und selbst sich als Teil des Ganzen zu betrachten, wäre, glaube ich, in unserer aktuellen Situation sehr heilsam für den Menschen. Weil er damit nicht bestimmt und nicht thront über allem, sondern er ist ein Teil. So effektiv und so notwendig wie alle anderen Teile. Und alle zusammen bilden das Ganze. Okay, einen lieben Gruß.